BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt mit über 10 Billionen US-Dollar an Assets under Management, haut jetzt eine wirklich verrückte Warnung raus. Zitat: Macht euch bereit für eine Rezession wie keine andere und was in der Vergangenheit funktioniert hat, wird jetzt nicht mehr funktionieren. Willkommen zurück bei Think It Crypto, mein Name ist Sami und im heutigen Video schauen wir einmal auf diese, ich sag mal, eher angsteinflößende Warnung von BlackRock. Es gibt aber auch ein sehr spannendes Update zu Ethereum, was zu Chainlink, und wir schauen uns aber auch noch einen weiteren, möglicherweise auch sehr großen, untreuen Akteur im Kryptomarkt an, und zwar die Silvergate Bank. Gibt also mal wieder einiges zu bereden. Bevor wir aber starten, erster Link in der Beschreibung führt natürlich wie immer auch noch zur EU-regulierten Kryptobörse Bitvavo mit fast 200 verschiedenen Kryptowährungen, niedrigen Handelsgebühren, einem sehr umfassenden Pro-Interface, einer Kontogarantie, die euch bis zu 100.000 Euro absichert und vielen weiteren Vorteilen. Das Beste aktuell gibt es immer noch innerhalb einer limitierten Aktion für alle Sign-ups 30 Euro gratis, ein T-Shirt von Bitvavo und noch die Chance, etwas zu gewinnen. Also ist eine coole Sache, alle Links dazu auch nochmal in der Beschreibung und dann wünsche ich euch viel Spaß beim heutigen Video. Bitcoin konnte gestern die Verluste von vorgestern mit einer netten grünen Kerze wieder ausgleichen, was uns aber wieder ziemlich genau auf das 17.000 Dollar Niveau bringt. Eine große Veröffentlichung, auf die aber momentan viele warten, sind die US-CPI, also Inflationsdaten, für den November, die nächste Woche am Dienstag, also am 13. Dezember, veröffentlicht werden. Hier wird sich dann zeigen, ob die Inflation tatsächlich wieder zurückgehen kann oder ob die 7,7% vom Oktober einfach ein kleiner Dip waren, bevor es jetzt wieder höher geht oder zumindest weiterhin bei so ungefähr 8% bleibt. Die Erwartung liegt auf jeden Fall bei 7,6%, also bei einer Reduzierung. Aber, um das ganz kurz auch noch aus dem Weg zu bringen, am 13. Dezember findet nicht nur die Veröffentlichung der neuen CPI-Daten statt, sondern Sam Bankman-Fried von FTX soll ja auch sein erstes öffentliches Statement vor dem Gericht abgeben, wo Maxine Waters jetzt auch klar gemacht hat, dass eine offizielle Vorladung, die Sam Bankman-Fried befiehlt, vor dem Gericht zu erscheinen, eine Möglichkeit bleibt. So, und dann möchte ich wie gesagt ein paar Worte zu den letzten Statements von BlackRock verlieren. Denn in ihrem 2023 Global Outlook Report haben sie ein paar echt krasse Sachen rausgehaut. Zum Beispiel: eine globale Rezession ist unausweichlich, während die Zentralbanken versuchen, die Inflation zu zähmen. Oder: Zentralbanker werden aber diesmal nicht zur Rettung eilen, wenn sie das Wachstum verlangsamen. Und sie reden hier andauernd von diesem neuen Regime mit erhöhten Unvorhersehbarkeiten, welches auch hier ist, um zu bleiben. Das Wichtigste ist aber, diesmal sei alles anders und was in der Vergangenheit funktioniert hat, wird jetzt nicht mehr funktionieren. An sich möchte ich gar nichts gegen irgendeine spezifische Prognose hier sagen, denn es ist legitim zu erwarten, dass uns eine große Rezession erwartet, wenn die Zentralbanken weiterhin so übersteuern, vor allem die Fed in den USA. Aber was man nicht vergessen darf, ist das eigentliche Ziel von BlackRock. Und das ist, dein Geld aus der Tasche zu bekommen, welches sie dann managen können, mehr Geld damit verdienen können und dir einen kleinen Teil davon zurückgeben. Und wie bekommen sie dein Geld? Indem sie dir sagen, dass diesmal alles anders ist, dass die alten Methoden nicht mehr funktionieren und dass ein neues Regime bevorsteht, bei dem extrem viele Unvorhersehbarkeiten mit auf dem Weg liegen. Deshalb, klar, solche Statements, vor allem von BlackRock, verursachen natürlich einiges an Aufmerksamkeit, aber ich persönlich bin einfach etwas vorsichtig bei dem Rat eines Unternehmens, welches davon profitiert oder extrem davon profitiert, wenn wir in eine Rezession rutschen und Kunden dadurch bekommt, dass sie FUD verbreiten. Naja, es geht auf jeden Fall weiter mit einem leider nicht so positiven Update zu Genesis. In einem Brief an die Kunden erklärte Genesis nämlich, dass in Anführungsstrichen die Lösung des Auszahlungsstopps der Kreditabteilung wahrscheinlich eher eine Frage von Wochen als von Tagen sein wird. Das ist zwar transparent, aber wie gesagt leider nicht der beste Ausblick. Wo wir aber tatsächlich einen positiven Ausblick haben, ist bei Ethereum, beziehungsweise zumindest für alle Ethereum-Holder, die ihre Token im offiziellen Smart Contract gestaked haben. Dem 151. Ethereum Core Developer Meeting am 8. Dezember zufolge haben die Core-Programmierer von Ethereum nämlich nun eine vorläufige Frist für die Shanghai Hardfork gesetzt, und zwar auf März 2023. Für die, die es nicht wissen, die Shanghai Hardfork markiert auch den Start der Ethereum Withdrawals, also dass Holder bzw. die, die gestaked haben, endlich die Möglichkeit bekommen, ihre Token aus dem offiziellen Smart Contract abzuheben. Was in diesem Meeting dann auch noch angesprochen wurde, ist, dass für das Ethereum Improvement Proposal oder EIP 4844, also dem Proto-Denk-Sharding, Mai oder Juni 2023 angestrebt wird. Um aber beim Thema Staking zu bleiben, so wie ich das vor ein paar Tagen schon gesagt hatte, sobald die Early Access Periode des Chainlink Stakings mal vorbei ist, wird der Pool wahrscheinlich sehr, sehr schnell sehr voll werden. Und genau das ist passiert. Mit 22,5 Millionen Link-Token ist der erste Staking-Pool jetzt offiziell voll. Für die, die es jetzt nicht geschafft haben, bei diesem Staking teilzunehmen, es soll auch noch ein weiterer 50 Millionen Dollar Staking-Pool von Chainlink dazukommen, wobei man aber nicht ganz genau weiß, wann das sein wird. Was ich heute auch noch kurz ansprechen wollte, weil einfach alle aktuell darüber reden: für den GBTC-Trust von Grayscale wird die Luft immer und immer dünner. Erst vorgestern hat der Discount einen Rekordwert von 47,27%
7% erreicht, was einfach bedeutet, dass man GBTC fast zum halben Preis eines normalen Bitcoins kaufen konnte. Der Grund natürlich einerseits, weil das Interesse oder die Nachfrage allgemein etwas nachgelassen hat, aber auch, weil die Leute einfach anfangen, GBTC und Grayscale nicht mehr zu vertrauen, was für das tatsächlich größte institutionelle Bitcoin-Anlagevehikel keine so guten Aussichten mit sich bringt. So, und dann, bevor wir zum Schluss noch auf das wichtige Thema Silvergate Bank schauen, hat Coinbase jetzt einen gebührenfreien USDT zu USDC-Konverter angekündigt und die Überschrift des Blogbeitrags, wo sie das angekündigt haben, hieß Wechsel zu einem vertrauenswürdigen und seriösen digitalen Dollar USDC. Jetzt, ich persönlich bin auch der Meinung, dass USDC von Circle ein deutlich besserer oder sicherer Stablecoin ist als USDT von Tether, weshalb diese ganze Converter-Sache meiner Meinung nach auch plausibel ist. Aber Coinbase ist ja auch nicht ganz unvoreingenommen, denn sie waren tatsächlich auch die Mitbegründer von, wer hätte es gedacht, USDC. So, und dann möchte ich zum Schluss, wie gesagt, noch mit euch über Silvergate sprechen. Und zunächst mal für die Leute, die es nicht wissen, die Silvergate Bank ist eine FDIC-versicherte kalifornische Bank und eine Tochtergesellschaft der Silvergate Capital Corporation. Das bemerkenswerte 90% ihrer Assets sind tatsächlich in Krypto, man könnte also sagen, dass es eine Kryptobank ist. Und ein sehr beliebtes Produkt von ihnen ist auch das Silvergate Exchange Network, das sogenannte SIN. Im Prinzip einfach eine Infrastruktur, die alle großen Kryptoinstitutionen miteinander verbindet und den Austausch von US-Dollar oder aber auch Euro zwischen diesen Institutionen ermöglicht. Jetzt das Problem, FTX war auch ein sehr prominenter Teil des SIN und jetzt gibt es eben laut einem Schreiben von 3 US-Senatoren Behauptungen, dass Silvergate dazu beigetragen hat, Überweisungen von Kundengeldern im Wert von über 10 Milliarden US-Dollar von FTX-Konten auf Alameda-Konten über SIN zu ermöglichen, was ziemlich große Behauptungen sind, denn das würde bedeuten, dass sie dazu beigetragen haben, Betrug zu ermöglichen. Silvergate hat zwar eine Erklärung abgegeben, in der sie sich selbst als die Opfer darstellen, aber viele fragen sich halt, wie kann es sein, dass sie diese ganzen Transaktionen in ihrem eigenen Netzwerk übersehen haben. Also ist nicht nur die Silvergate-Aktie dieses Jahr um fast 90% im Minus, sondern vielleicht sind sie auch Teil des FTX-Scams gewesen, was natürlich für eine im Kryptomarkt sehr bedeutende Bank alles andere als gut wäre. So Leute, für heute war's das aber. Lasst dem Video gerne noch eine positive Bewertung da und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder.